Liebe Geschwister, wie viele Geschichten und Ereignisse kennen wir aus der Sira des Propheten alayhi salatu wasalam, in denen er Sabr hatte. Er kontrollierte seine Wut, er war standhaft. Erinnern wir uns an das Ereignis von Taif, wo man ihn mit Steinen bewarf und er sehr stark blutete. Allah subhanahu wa ta'ala wollte einen Engel damit beauftragen, sie dafür zu zerstören. Aber der Gesandte Allah sallallahu alayhi wasallam hatte Sabr. Erinnern wir uns an den Boykott und den Auseinandersetzung mit den Quraysh, wie sie sich über den Islam und den Propheten alayhi salatu wasalam lustig gemacht haben. Oder wie sie die Gedärme eines Tieres auf ihn geworfen haben, während er alayhi salatu wasalam vor der Kaaba betete. Jedes Mal hatte er sallallahu alayhi wasallam Sabr. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in mehr als 100 Ayat im Koran immer und immer wieder das Wort Sabr. Die Idee von Sabr ist ein Wegbegleiter. Immer und immer wieder müssen wir uns dieses Konzept ins Gedächtnis rufen. Manche Menschen glauben, dass Sabr bedeutet, gegen ein Unrecht oder eine Prüfung, die einem widerfährt, nichts tun zu müssen. Unter Sabr verstehen sie also etwas geduldig zu ertragen. Und was ist die allgemeine Vorstellung von Geduld? Warten, nichts tun, etwas einfach über sich ergehen lassen. Die Situation wird sich schon ändern. Unsere falsche Vorstellung von Sabr haben wir aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse der arabischen Sprache und ihre Bedeutung im Kontext des Koran. Wir können nicht einfach die afghanische oder türkische Bedeutung von Sabr nehmen und es dem islamischen und arabischen gleichsetzen. Wenn wir das tun, kommen falsche Ideen und Handlungen dabei raus. Das ist nicht im Sinne des Islam, denn der Islam ist keine Religion der Passivität. Doch was heißt Sabr denn jetzt eigentlich? Sabr bedeutet, wenn sich ein Unrecht oder eine Prüfung trifft, dann sollst du mit allen erlaubten Mitteln, die dir Allah subhanahu wa ta'ala zur Verfügung gestellt hat, dagegen vorgehen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas befohlen hat, musst du dieser Verpflichtung nachkommen und darin Sabr haben. Der Prophet alayhi salatu wasalam sagte doch, wenn du etwas Falsches siehst, versuche es zu ändern. Er sagte niemals, du sollst nichts tun und das Unrecht einfach ertragen, aufgeben oder einknicken. Sabr ist demnach eine aktive Handlung. Geduld bedeutet, passiv sein und nichts zu tun. Als Bilal radiallahu an gefoltert wurde, konnte er augenscheinlich keine aktive Handlung setzen. Doch hier täuscht man sich. Bilal radiallahu an hat Sabr gezeigt, indem er sich von dieser Wahrheit nicht abbringen lassen hat, nicht schwach geworden ist, keine Kompromisse eingegangen ist. Der Begriff Sabr kommt vom arabischen Begriff Sabara und bedeutet, sich an einer Sache festzubinden. Und das, was Bilal radiallahu anhu gemacht hat, war, dass er sich an die Wahrheit des Islam geklammert hat. Völlig egal, wie groß der Druck der Gesellschaft war oder was die Leute von ihm dachten. Genau dasselbe geschah auch, als Sumayya radiallahu anha gefoltert wurde. Auch sie blieb standhaft und ließ vom Islam nicht los. Genauso blieben die Frauen standhaft, als die Pflicht der Körperbedeckung offenbart wurde. Sie kamen dieser Verpflichtung nach und blieben standhaft. Kämen sie dieser Verpflichtung nicht nach, wären sie also ungehorsam und alles andere als standhaft. Viele Prophetengeschichten aus dem Koran hat Allah subhanahu wa ta'ala mit der Standhaftigkeit verknüpft. Auch finden wir unzählige Beispiele der Sahaba, wie standhaft sie den Islam getragen haben, egal welcher Druck der Gesellschaft auf ihn lastete. So sagt Allah der Erhabene im Koran, wahrlich, wer gottesfürchtig und standhaft ist, niemals lässt Allah den Lohn derer, die Gutes tun, verloren gehen. Liebe Geschwister, wenn wir also wollen, dass Allah der Erhabene uns im Jenseits belohnt, dann müssen wir seinen Geboten nachkommen und darin standhaft sein. Egal, was andere von uns halten, sei es das Tragen des Hijab oder das Unterlassen von Drogen, Alkohol oder Liebschaften. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Und Allah liebt die Standhaften. Allah ist mit den Standhaften. Wenn dich also das Gefühl überkommt, dass du niemanden hast, dass du allein gelassen wurdest, vollziehe die Handlung und bleibe standhaft darin. Dann wird dir insha'Allah ta'ala das Paradies gehören. Was gibt es Besseres?
Was gibt es Schöneres?